Ja, ihr seid ja schon da. Dann machen wir weiter heute mit Dead by Daylight. Heute spiele ich ein bisschen Killer. Das kann nur gut werden. Nein, mal gucken. So. Okay, dann probieren wir es damit. Ich spiele heute tatsächlich einen Killer, den ich noch nicht gespielt habe, so häufig. Oder eigentlich noch gar nicht. Wir probieren es mal aus. Wie gesagt, normalerweise spiele ich, wenn ich online spiele, nur Michael. Oh. Oh, ich werd geschlagen. Richtig so. Ich geb dir gleich richtig so. Ja, passt schon. Alles gut. Jeder hat halt eine andere Art, die Zuneigung zu zeigen. Nein, du kannst nicht gucken. Nein, kannst du nicht gucken. Kuka ist abgebrochen. Was? Hör auf, nein! Nein, Aber ich erwarte nicht, dass ich heute mit dem Killer nicht wieder auf die Reihe bekomme. Mal gucken. Probier mal was, weiß ich nicht. Ich will mal was, muss mal nochmal durchgucken. Nehmen wir den. Es geht los. Es geht in die Hose, was? Mhm. Oh. Alles Maps. Herzhaft jetzt? Oh Gott. Alles Maps. Oh Gott. Alles Maps. Ich dachte, ich mach auch mal mit. Alles Maps. Naja, schauen wir mal. Mal sehen, welches Map es wird, hä? Ja, eine von den dreien halt. Keine Ahnung. Mal sehen, was es letztendlich wird. Ich habe den Killer bisher noch nicht im Labor gespielt. Oder überhaupt im Labor des Killer gespielt. Ja, wir werden sehen, was wird. Ach stimmt, das war es immer nur das Überleben noch. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Markus, du hattest, glaube ich, einmal Labor und ich glaube, es. Yvonne hat da, glaube ich, auch einmal Labor. Wir hatten schon dreimal das Labor. Ich bis jetzt noch nicht. Ach gut. Einmal ist immer das erste Mal. Okay. Alles gut. Ich muss mal die rausschneiden. Kommt her, meine Schäfchen. Wobei lieber das als Larrys. Mhm.
das erste Mal mit dem Killer hier. Verdammt, ich habe mitbekommen, das was explodiert ist, aber nicht genau wo. Weiß ich nicht. Mal sehen. Ja, sag ich dazu nicht. Hä? Nein. Nummer eins? Yummy. Ist aber nett, dass du dich direkt unter meinen Haken legst, Liebe. Ja, ja, das war bitter. Aber genau hier ist auch der Haken. Markus, da bist du. Komm her, ich hab dich gesehen. Hast du Glück gehabt? Ich hab's in dem Moment nur im Augenwinkel gesehen diesmal. Oh, hast du Glück? Das ist schon mal alt. Einmal nass. Komm runter. Scheiße. Das na, ich hab gut. Ja, ich habe ein bisschen. Ich hätte dich fast nicht gesehen, dass man morgen winkelt tatsächlich. Ja, also aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu dritt macht das echt keinen Sinn. Das ist, ja, was willst du aber spielen zu dritt? Ja, ich meine ja nur, irgendwie ist es jedes Mal. Wir können auch einfach Zeit in einer. Ich mache jetzt gleich meine Killerrunde und dann machen wir. Gehen wir danach mit drei Mann in die Online-Lobbys. Das ist auch kein Problem. Ich wollte es ja nur mal sagen, weil es ist irgendwie jedes Mal, wenn wir zu dritt sind, ist es immer voll fix vorbei. Egal wer Killer spielt, das ist halt. Wir gehen danach, dann gehen wir danach zu dritt in die Dings-Lobby. In die Online-Lobby, wenn ihr das wollt. Ich weiß das, ich wäre auch gern mit gegen 4. Das war leider eine sehr schnelle erste Runde. Dort nicht. Oder habt ihr damit ein Problem? Gleich. Nee. Das war gleich hin. Dann gehen wir gleich in die Event im Lobby. Also ich mache jetzt meine Killerrunde noch und dann wechseln wir rüber. Hm? Das ist die Hexe, ja. Das war ich, der die Falle ausgelöst hat. Okay. Ich hatte die Falle an den Generator gelegt, ja. Gerade wenn man zu dritt auch noch so innen spielt, so in solchen Innenmaps, das ist halt. Ja, aber da kann. Nicht viel Chancen wegzukommen. Für die Maps hatte ich aber, kann ich aber nichts. Also, ich hatte ja Roter Wald genommen. Mhm. Ich weiß, was du meinst, Markus, ich bin da vollkommen bei dir. Also, wie gesagt, ich spiel's auch nur jetzt, klar. Aber ich wäre auch gerne mit 3, 4 Leuten. Vielleicht sollten wir uns irgendwie nochmal 2 Leute suchen oder so beim nächsten Mal. Wenn wir wirklich weiter DBD machen. Wobei wir ja danach erstmal Forest Vector machen und dann geht's ja weiter mit Ghost Recon. Dann brauchen wir eh keine Leute. Aber theoretisch klar, mit 2 Leute mehr wäre super. Auf das Ghost Recon freue ich mich schon, weil da endlich mal was ist, wo wir auch wirklich mal so als Team zusammen an etwas. Genau das ist es einfach, weil es eine Story ist, ja. Die dahinter hängt. Ja, ich freue mich auch tatsächlich. Viel mit was zu tun, so. Gut, das wird jetzt bei Dings auch was sein, auch sein bei The Forest. Weil da wollen wir ja Timmy befreien, so uns als erstes. Ja, klar, wir hatten ja auch bei Forest lange was zu tun, aber wir haben ja praktisch bis auf das Ende jetzt schon alles andere haben wir schon gemacht. Ja, eben genau, das ist es halt. Das war eigentlich meiner Meinung nach auch nur ein Hinhalten. Naja, gucken wir mal. So, ich baue mal kurz meinen zweiten Keller auf, dann geht's sofort weiter.
ich bin sowieso ehrlich gesagt, ich spiele lieber was mit euch, als dass man gegeneinander spielt. Das ist irgendwie, weiß nicht. Ja, ja, ja. Schöner. Ja, sehe ich aber tatsächlich genauso. Genauso wie mit den 7 Days to Dingfums da. Dabei, wo man dann auch zusammen gegen diese Horden an Gegner, das ist. Ja, gut, da hätten wir auch Ding spielen können. Aber gut, das hatte ich ja gemacht, aber World War Z. Das war ist ja genau das gleiche quasi. So, was spielen wir denn? Warte mal. Bin sofort bei euch. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Auch den zweiten Killer habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Labor. Oh. Bitte nicht. Jetzt habe ich völlig vergessen, das zu ändern, oder was? Ja, ich habe nur einen Killer, ich habe aber die gleiche Opfergabe drin. Ich hatte auch die Opfergabe, ich hatte Ormond, das ist, glaube ich, fast draußen. Gibt ja, glaube ich, nur drei... Es gibt, glaube ich, nur drei In-Maps, oder? Die... Das Larrys und das von Saw. Ich glaube, mehr In-Maps gibt es, glaube ich, gar nicht, ja? Ja. Ja, die zwei Labore, genau, und das Spiel. Ja, gut, das erste war jetzt relativ einfach. Als ich Sabrina ja, Gott, Yvonne so schnell hatte, dann war eigentlich das Thema schon gegessen gegen zwei Leute. Wie gesagt, deswegen, ich bin bei dir komplett bei Markus. Ja, ich bin halt auch der Meinung, das sage ich auch als jemand, der gerne den Killer auch, der auch gerne den Killer spielt. Du kannst viel zu wenig machen gegen den Killer. Also ich finde, es sollte mehr Möglichkeiten außer diese Paletten geben, um den Killer irgendwie von einem loszuwerden. Ja, gut, es gibt Taschenlampen, ne? Ach, ja. Komm her hier. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin auch ehrgeizig. Ich will ja da ein neues Schild kriegen. Ich habe schon gesehen, wo du lang bist. Ich will dich hier kriegen jetzt Killer. Na? Du hast ein Glück. Ja, alles gut. Irgendein Grund kommt mir auch irgendwie langsamer vor, muss ich echt zugeben. Okay. Das ist echt nicht so ganz Scheiße, wo bist du denn lang? Weg. Da bin ich nicht lang. Das höre ich aber auch gerade nicht. Kaum gespawnt, läuft er mir schon direkt auf mich zu. Ja, aber da kann ich nichts für. Genau das ist es halt, ne? So ging es mir den einen Tag auch mal. Da bin ich auch gespawnt und zack, war der Killer vor der Nase. Das war auch Kev damals. Ich habe aber nichts dergleichen drin, dass ich irgendwie in der Nähe von euch spawne. Nee, das weiß ich, aber es ist halt...
ich hab's erst für Markus gehört. Ich so, nee, das ist nicht Markus. Hast du gerade nach dem hier geworfen, irgendwas geworfen, Markus? Ja. Hab ich gemerkt. Scheiße. Verloren. So ein Kack. Ah! Ich hab dich gesehen. Also, ja, ich, also sorry, aber das Spiel macht für mich irgendwie gar keinen... Nein, macht einfach keinen Spaß mehr. Es hat nichts mit dir zu tun. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Gegen zwei ist es halt. Wie gesagt, wir gehen danach in die offenen Lobbys. Ich weiß, was du meinst. Mir macht es auch mehr Spaß, mit mehrere Leute zu spielen, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Ich hatte dich aber gesehen, dass du dich geheilt hast. Ich habe ja das Dings drin. Die Rufe der Krankenschwester drin. Ihr macht das mir gerade ein bisschen schwieriger. Markus, ich ignoriere dich gerade mal. Ich weiß, dass du da stehst. Also ich komme zu dir, keine Sorge, ich tue dir aber nichts. Ich weiß, dass du hier stehst. Und woher weißt du das? Ich sag, der ruf eine Krankenschwester. Ich habe 40 Meter Umkreis, wo ich sehe, wenn ihr euch heilt. Auf 3 ist der Perk sehr sinnvoll. Also beziehungsweise der sehr... da bist du. Stimmt doch gar nicht, ich weiß nicht, was du gesehen hast. Ich will den Generator, ne? Jetzt muss ich nicht mehr brauchen. Hab dich. Das kommt halt auch noch dazu, dadurch, dass du halt hier auch alle Perks hast, ist das so OP in den benutzerdefinierten Spielrunden. Weil du halt alles hast, du kannst ja praktisch die ganzen überpowerten Bonus-Sachen verwenden. Mhm. Ja gut, das kannst du als Killer auch. Ne, meine ich ja als Killer. Hm? Der Killer ist sowieso schon meiner Meinung nach viel zu sehr am Vorteil in dem Spiel hier. Also gut, wenn ich ehrlich bin, wir sind aber auch teilweise besser geworden als Killer. Ja. Da habe ich dich jetzt gesehen, wo du lang bist. Ich kann mich erinnern, am Anfang unserer Runden haben wir das so gespielt. Oder haben wir das so gehabt, dass keiner von uns irgendwie wirklich wen bekommen hat. Gut, ich habe eine gewisse Erfahrung als Killer, weil ich ein paar Runden schon gespielt habe, muss ich sagen. Das meine ich nicht mal. Ich rede halt einfach allgemein davon. Wenn du mal überlegst, was der Killer alles machen kann und was die Überlebenden machen können, dann macht's halt... Das haben sie aber früher gemacht. Da haben die Killer viel rumgeheult. Und... Da haben die... Da haben die Killer viel rumgeheult, weil sie Überlebenden so viel konnten. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Add-on, was heißt neuartiges oder neuwertiges Teil. Und da konntest du quasi instant die Generatoren fertig machen, innerhalb von einer Sekunde. Das haben die dann irgendwann rausgenommen, weil die Killer das so viel fies fanden. Das. Nö. Ich glaube, du verstehst immer noch nicht, was ich meine, Kev. Es geht mir nicht um die Perks. Es geht mir um das, was du im Spiel hier machen kannst, direkt. Überleg doch mal, beim Verfolgen, egal wie schnell du rennst, du kommst nicht weg von dem. Und ich habe es ja auch schon gemerkt als Killer. Du kommst, selbst wenn du mal kurz die Außenaugen verlierst, du bist so schnell wieder dran. Das ist total falsch. Es müsste zumindest so sein, dass du auch eine Chance hast, wegrennen zu können. Aber das hast du nicht.
Das ist nicht gegeben. Hm. Wenn du dranbleibst an einem, dann kriegst du den auch. Egal, was der macht. Der kann noch so sehr sich bemühen. Das ist, geht nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, ich bin komplett bei dir. Ich war so nah dran, das Tor zu öffnen. Ich weiß, aber ich spiele mit, wie gesagt, niemand drin, dem Tod. Ich kann die instant direkt runterhauen, ja, Leute. Dann irgendwann. Also, das ist ein Ding, müssen. Deswegen ist es, genau wegen diesem Perk ist es so wichtig, die Totems kaputt zu machen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt eh in die Online, in die offenen Lobbys. Oder will jemand von euch nochmal Killer spielen jetzt? Mir ist es egal, wir können auch in die offenen Lobbys gehen. Machen wir das so. Dann lade ich euch jetzt ein.